So, vielen Dank erstmal für die ganz liebe, nette Einführung. Ich möchte mich als erstes bei der GDNA, beim Präsidium und beim Vorstand bedanken für die Möglichkeit, Ihnen heute hier vortragen zu dürfen. Ich möchte Ihnen heute, liebe GDNA-Mitglieder, liebe Schüler, liebe Gäste, einen Vortrag halten über die Lichtmikroskopie, über die sogenannte Super-Resolution-Mikroskopie. Möchte anfangen, einen historischen Hintergrund zu geben, die Grundprinzipien dieser hochaufgelösten Fluoreszenzmikroskopie-Techniken zu erklären, um dann gegen Ende, neben Beispielen, wo wir sie heute schon anwenden, Ihnen zu berichten, wo sich diese Mikroskopieart hinbewegt, nämlich in den wirklich molekularen Bereich, dass wir Auflösungen schaffen von wenigen Nanometern. So, historisch begann das Ganze im 17. Jahrhundert mit Seeing is Believing, also brauche ich ein Mikroskop. Und da gab es in Leuven, in Holland, den Anthony van Leeuwenhoek. Das war, heute würde man sagen, das war ein Optiker, Glasbläser, kannte sich mit Glas aus und hat das erste Mikroskop hier hergestellt, das eine 200-fache Vergrößerung lieferte und hat es dann einem Kollegen in England geschenkt, Robert Hooke. Und der hat dann so ein Korkscheibchen damals unter dieses Mikroskop gelegt, ja, also vor fast 400 Jahren, und hat dann das zum ersten Mal als Zellen beschrieben, was er dort sieht, mit so einem Mikroskop von Anthony van Leeuwenhoek. Dann ging 200 Jahre ging ins Land und nicht viel ist passiert, man hat diese Mikroskope benutzt, unter anderem hauptsächlich auch waren auch andere Menschen beteiligt, andere Leute noch beteiligt und man hat die ersten Zellen charakterisieren können, aber von der Empfindlichkeit war man nicht wirklich, wirklich gut. So kam es dann 200 Jahre später ein entscheidender Schritt von Stokes und Herschel, die mit Chinin gearbeitet haben. Das war damals so als fiebersenkendes Mittel in Gebrauch schon, aus der Natur isoliert, auch sogenannte Malaria-Prävention. Heute nimmt man es noch in Bitterlemon, weil es bitter schmeckt, Chinin. Und haben daran dann die Fluoreszenz entdeckt, den Stokes-Shift beschrieben. Das, was gibt, wenn ich Farbstoffe anrege, dass die von sich aus Licht emittieren. Und schon ein paar Jahre später gelang es von Bayer, Leverkusen, ja, damals schon den bis heute populärsten Farbstoff aller Zeiten, nämlich Fluoreszein, quasi von Scratch zu synthetisieren. Ja. Ohne NMR, Mass Spec, was weiß ich, was für fancy Methoden wir heute alles haben, um zu beweisen, dass wir eine Substanz wirklich hergestellt haben, wusste er damals schon die Strukturformel von Fluoreszein. Und das ist auch noch bis heute einer der am meist angewandten Farbstoffe, biomedizinisch, auch als Kontrastmittel noch zugelassen, weil er gut wasserlöslich ist und weil man denkt, was gut wasserlöslich ist, das wird man auch irgendwie wieder los, auch nach Einnahme zum Beispiel. Man kriegt es beim Augenarzt, das ist diese gelb-grüne Flüssigkeit manchmal als Kontrastmittel, das ist Fluoreszein. So, und es gibt natürlich noch viele, viele andere Farbstoffe, die durch die Entwicklung der Farbstofflaser in den 60er Jahren getrieben wurde, die Entwicklung neuer Farbstoffe. Und so gibt es heute viele Firmen, bei denen wir Farbstoffe kaufen können, Rhodamine, Oxazine, Fluoreszine, Kumarine, Cyanine, um ein paar zu nennen, die in Verbindung mit Antikörpern und anderen Probes es uns ermöglichen, quasi alles Mögliche in Zellen zu markieren oder hier eine Fliege, um diese wunderhübschen bunten Bilder darzustellen oder zu generieren im Mikroskop. Aber es gibt da ein Problem, das ist die Auflösungsgrenze, so, die liegt so ungefähr bei 200 Nanometer, so, wir können also alles hier noch ganz gut sehen und was wir sehen, das glauben wir auch, aber so ein Mitochondrium dann irgendwann in der Zelle drin mit Größen von weit unter einem Mikrometer, da hört es dann auf, Bakterien können wir gerade noch so sehen unter dem Lichtmikroskop, kleinere Organellen oder Multiproteinkomplexe können wir mit einem Lichtmikroskop nicht mehr auflösen. Und das nennt man die Beugungsgrenze. Ja? Und wo kommt die her? Das ist die Beugung von Lichtwellen. Ein ganz natürliches Phänomen, dass wir gewohnt sind, wenn wir jetzt am Strand sind und sehen da Wellenbrecher zum Beispiel, dann sind wir das gewohnt, das zu sehen. Beugung von Wellen, in dem Falle Wasserwellen, weil da sind die Strandbrecher, haben eine Größenordnung in der Größenordnung der Wellenlänge der Wasserwellen. Und dann sind diese Phänomene leicht zu beobachten.
Für Licht mit einer Wellenlänge von ein paar hundert Nanometer, 400 bis 700 Nanometer für sichtbares Licht, sind diese Beugungserscheinungen viel schwieriger zu sehen. Trotzdem existieren sie. Ja? Und das ist ein Problem in der Mikroskopie, weil an allen Stellen gibt es neue Wellen, wo es entsteht Beugung, und diese Wellen können dann entweder konstruktiv interferieren, das heißt, aus einer Welle wird eine doppelt so hohe Welle. Das war damals beim Tsunami im Indonesischen Ozean so, dass auf der Rückseite mancher Inseln die Zerstörung stärker war als auf der Vorderseite, weil zwei Wellen hinter der Insel sich wieder getroffen haben, in konstruktiver Interferenz die Welle noch höher war, oder sie löschen sich beide aus. Und das führt zu diesen Beugungserscheinungen. Was wir also in einem Mikroskop vom Problem haben, die geometrische Optik lehrt uns das, dass wir Licht auf einen ganz kleinen Punkt fokussieren können, aufgrund der Beugungserscheinungen, haben wir aber einen verschmierten Laserfokus, und auch die Signale, die wir detektieren, sind verbreitert mit Nebenmaxima und Nebenminima, sowohl in die laterale Richtung als auch in die axiale Richtung, und das nennt man dann in lateraler Richtausdehnung die sogenannte Array Disk. So. Das haben Leute auch schon früh erkannt, unter anderem Ernst Abbe in Jena vor 150 Jahren, und hat herausgefunden in dieser Arbeit Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung, hat herausgearbeitet, dass mit einem Lichtmikroskop der kleinste Abstand, den wir messen können, gegeben ist durch die Wellenlänge, mit der wir das beobachten, geteilt durch den Faktor 2. Da kommt noch das NA hinein, das ist die numerische Apertur, das ist der Öffnungswinkel unserer Frontlinse am Mikroskop. Und das sind fundamentale physikalische Gleichungen, die man in Jena vom optischen Museum in Stein gemeißelt hat. Und diese Gleichung steht auch noch heute. Die gilt auch noch heute für alle Mikroskopiearten, die wir verwenden, aber wir haben Wege gefunden und Tricks gefunden, wie wir diese Beugungsgrenze umgehen können. Also was wir heute machen, ist quasi, wir sind Künstler und wir wollen dieses Gesicht malen, und was wir machen, wir nehmen halt einen sehr dicken Pinsel und dann kommt so ein Bild raus, aufgrund der Beugung, weil unser Pinsel zu dick ist. So. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, und das ist jetzt ein Neuron, und das ist eine aktive Zone in einem Neuron, das ist eine Synapse, also die Kommunikationsstelle zwischen zwei Neuronen, das ist die Präsynapse und das ist die Postsynapse, hier wird also Erregung weitergeleitet, indem solche synaptischen Vesikel von Durchmesser von 40, 50 Nanometer, die einen Transmitter und Botenstoff tragen, mit der präsynaptischen Membran fusionieren, da geht der Transmitter in den synaptischen Spalt, der so 20, 30 Nanometer groß ist, und bindet auf der postsynaptischen Seite an spezifische Rezeptoren. Ja? Die Beugungsgrenze erlaubt uns jetzt eine Auflösung, die ungefähr durch den hellblauen Kreis hier gegeben ist, der sogenannte Abbe-Limit. Das heißt, alle Details dieses Vorgangs, wir können nichts davon auflösen. Wir sehen das nur als Blob. Ob das eine Synapse ist, ob da Vesikel sind, ob da irgendwas ist, das können wir nicht erkennen. So, ein Trick, wie wir diese Auflösungsgrenze umgehen können, kann man hier am Beispiel von, wenn man jetzt Astronaut wäre auf der ISS und wir würden die Erde umkreisen, in einem Abstand von 400 Kilometer, dann haben die das gleiche Problem, wenn sie über die Erde kreisen, alle eineinhalb Stunden, und sie sollten jetzt ausmachen, wo hier Frankfurt liegt, dann wird es schwierig sein, weil sie kein scharfes Bild von Frankfurt bekommen. Sie haben ein ähnliches Problem wie die Beugungsgrenze. Sie sind zu weit weg, können das nicht scharf genug auflösen. Wenn Sie aber, und das ist der Trick, der den meisten hochaufgelösten Fluoreszenzmikroskopieverfahren zugrunde liegt, wenn Sie aber jetzt die Möglichkeit hätten, in Frankfurt anzurufen und zu sagen, schaltet doch bitte mal alle Lichter aus in ganz Frankfurt, und dann schaltet die Lichter von Haus zu Haus nacheinander ein. Für eine halbe Sekunde jeweils. Ja? Und während die Leute das wirklich machen, würde man auf der ISS ein Filmchen drehen mit seinem Handy. Und da würde es ungefähr so aussehen. Ja? Immer ein anderes Haus macht das Licht an, aus, Licht an, Licht aus. So, jetzt können Sie, weil Sie wissen, jedes dieser Signale stammt von einem einzelnen Haus, und auch nur dann, wenn das so ist, dürfen Sie nun sagen, wo ist denn das Zentrum des Signals, wo ist denn der Ursprung des Signals? Also x, y genau bestimmen, wo der Ursprung dieses Signals ist. Und wenn Sie das tun und all diese Signale nachher aufaddieren, dann bekommen Sie dieses Bild, und dann erkennen Sie auf einmal, jo,
Da sind die Landebahn vom Frankfurter Flughafen, da ist Frankfurt. Und sie haben es aufgelöst. Ja? Und genau das macht man bei der hochaufgelösten Fluoreszenzmikroskopie. Man muss es irgendwie schaffen, dass Farbstoffe, hier haben wir auf einem Quadratmikrometer 2500 Farbstoffe, hier ein bisschen reingezoomt, das sind die Farbstoffe. Und wenn einer dieser Farbstoffe leuchtet, dann messen wir ihn aufgrund der Beugung mit so einem Scheibchen, Aridisc hier, Durchmesser ein paar hundert Nanometer. Wenn die alle gleichzeitig leuchten, ist das das Bild, das wir bekommen, keine Information über die zugrunde liegende Struktur. Wenn wir es aber schaffen, dass die Farbstoffe sowas machen, dass die an- und ausgehen, und wir wissen in jedem dieser Bilder, das ist jeweils ein Bild von diesem Filmchen, dass das nur ein Farbstoff ist, dann dürfen wir die lokalisieren, also den Massenschwerpunkt bestimmen. Das macht man über Anfitten mit einer zweidimensionalen Gauss-Kurve und sagt dann, da genau saß der Ursprung. Und wenn wir das für alle Farbstoffe machen, weil alle einmal an und waren, während wir den Film gedreht haben, da können wir zum Schluss ein hochaufgelöstes Bild rekonstruieren. Und da gab es verschiedene Verfahren. Palm, das macht das mit fluoreszierenden Proteinen. Storm, das macht das mit einem Pärchen von Farbstoffen. Und wir haben zeitgleich eingeführt Direct Storm, das steht für direkte stochastische, weil es ein stochastischer Prozess ist, dieses An-Aus, optische Rekonstruktionsmikroskopie. Und wie gut das funktioniert, hängt nur davon ab, wie hell die Signale sind. Ja? Was müssen wir also haben? Wir müssen Möglichkeiten finden, wie wir Farbstoffe zu diesem sogenannten An-Ausschalten oder Blinken bringen. Ja? Oder reversibles Fotoschalten. Und da haben wir Tricks gefunden, dass bestimmte Schwefelverbindungen das ermöglichen. Und das ist hier gezeigt an einem Farbstoff, selbst in hier so einer, in so einem Kolben kann man das machen, wenn man die blaue Lösung dieses Farbstoffs in Gegenwart von millimolaren Konzentrationen von einem Thiol bestrahlt, dann wird es farblos. Wenn Sie den Kolben schütteln, kommt die Farbe zurück, weil Sie dann wieder frisch Sauerstoff auflösen. Das ist also ein reduktiver Prozess. Es wird reduziert im angeregten Zustand und durch Sauerstoff zurückoxidiert. Und genau das klappt nun, wenn Sie eine Zelle mit farbstoffmarkierten Antikörpern zum Beispiel markieren und dann diese Thiolverbindung drauf leeren, dann anregen, dann passiert genau das, das sind Rohdaten und dann gibt es, ich kann nochmal zurückgehen vielleicht, dann gibt es Rekonstruktionsalgorithmen, die online jeden dieser Farbstoffe das Zentrum, den Massenschwerpunkt bestimmen, sogenannt lokalisieren und dann ein Bild rekonstruieren. Und das hat dann zum Schluss eine zehnfach höhere Auflösung als die beugungsbegrenzte Auflösung. Und dann können Sie solche Bilder erstellen, ein Aktinskelett von Zellen mit hier einer Auflösung von um die 10 Nanometer vielleicht. Also Sie sehen wirklich auch die kleinsten Aktinfasern. Oder wir haben dann 2011 gedacht, naja, viele Menschen haben uns nicht geglaubt, die haben gesagt, na gut, ihr rekonstruiert da ein artifizielles Bild, wer weiß, ob das wirklich das ist. Ja? Ihr lokalisiert da einzelne Farbstoffe und dann summiert ihr das alles auf und sagt, das ist das da zugrunde liegende Bild. Also haben wir gedacht, wir müssen die Leute überzeugen, indem wir das an Referenzstrukturen zeigen. Dann haben als Referenzstruktur damals den Kernporenkomplex ausgewählt. Das sind elektronenmikroskopische Bilder vom Kernporenkomplex. Das ist also ein großer Multiproteinkomplex, der auf der Kernhülle sitzt und den gesamten Verkehr zwischen Zellkern und Zytoplasma kontrolliert. Alles muss durch diesen Kernporenkomplex. Und der hat in der Mitte so einen kleinen Kanal, der ist 40 Nanometer groß. Und hat eine Achtfachsymmetrie. Und wir dachten, das ist doch ein ideales Molekül, um zu zeigen, ob die Super-Resolution-Mikroskopie, D-Storm, hier uns die Wahrheit zeigt. Und das sind so korrespondierende Bilder. Das ist ein Bild unter dem Standardmikroskop. Da sehen Sie nicht mal die einzelnen Komplexe. Wenn Sie das so rekonstruieren nach diesem D-Storm-Verfahren und da reinzoomen, dann kommen Sie auf die Achtfachsymmetrie dieser Kernporenkomplexe und genau das war zu zeigen. Ein anderes Beispiel ist der Synaptonemale-Komplex. Ein anderer sehr wichtiger, großer Multiproteinkomplex, 20 verschiedene Proteine, finden sich während der Meiose, also in den Keimzellen, bilden so eine Struktur und zerfallen nach der Meiose wieder. Nur aus einem Grund, um die genetische Information vom Vater und von der Mutter aneinander zu binden und danach zerfällt der ganze Komplex wieder. Und das ist in vielen, vielen Tieren gibt es den gleichen synaptonemalen Komplex, hat den Komplex zusammengebaut, hat laterale Filamentproteine, transversale, zentrale
zentrale Proteine und man wusste, dass der eine Helix bildet, aber mehr nicht. Und da hat man sich, da habe ich mich damals mit Ricardo Benavente am Biozentrum in Würzburg zusammengetan, weil er seit 50 Jahren mit dem synaptonemalen komplexen Elektronenmikroskopie arbeitet und haben mittels Lichtmikroskopie dann die Struktur dreidimensional dieses Komplexes aufgelöst. Und wir haben gesehen, immer wieder ein Beispiel der Schönheit der Mutter Natur, es ist eine Helix in einer Helix, die da geformt wird, mit einer Auflösung von 20 Nanometern. So, als letztes Beispiel hier, dass auch diese hochauflösende Mikroskopie mittlerweile auch medizinisch, eigentlich das letzte, vorletzte Beispiel, auch medizinisch eingesetzt wird, ist hier zusammen mit Alexandra Schubert-Unkmeier, Infektiologin an der Universität Würzburg und Jan, Doktorand, Postdoc bei mir in der Gruppe, haben wir untersucht den Einfluss von Lipiden auf die Infektiosität von Bakterien. Und heute machen wir das Gleiche mit dem Covid, mit den SARS-CoV-2-Viren und auch da sehen wir ähnliche Effekte. Also die Lipide in der Plasmamembran spielen eine große Rolle bei der Infektiosität. Wenn wir uns so ein paar Lipide, sind Ganglioside, GM1 und GB3 hier anschauen, hochaufgelöst, wir markieren die mit Toxinen, farbstoffmarkierten Toxinen, die binden an diese Ganglioside in der Plasmamembran, dann sehen wir, dass das sind jetzt normale Endothelzellen, dann sind die homogen verteilt in der Plasmamembran. Hier sind noch Meningokokken dazugekommen, die jetzt dieses grün fluoreszierende Protein exprimieren, dann sehen wir, dass wenn die, auf die mit der Zellmembran in Kontakt kommen, dann akkumulieren die Ganglioside an den Stellen, an denen diese Meningokokken eintreten. Also irgendwas hat das mit dem Infektionsprozess zu tun, die Lipidverteilung in unseren Membranen. Und ähnliche Ergebnisse gibt es für viele viralen Infektionen, unter anderem für SARS-CoV-2. So, aber nun zum Beispiel, wie schon erwähnt, hat mich immer früh gereizt, wenn es geht, diese hochaufgelösten Techniken doch auch irgendwie zur Anwendung zu bringen. Und das ist mir dann letztendlich in Würzburg gelungen, durch das Uniklinikum in Würzburg, die wirklich offen waren für Kooperationen und auch neue Techniken. Und als Beispiel möchte ich Ihnen hier die Immuntherapie nennen, was vor 10 Jahren als Revolution gegen den gegen Krebs gesehen wurde. Was steckt dahinter? Erstmal die Leute, das ist Hermann Einzele. Professor Hermann Einzele ist Direktor des Uniklinikums. Mittlerweile Michael Hudicek hat einen Lehrstuhl bekommen für die KT-Zelltherapie. Thomas Nehretter, Nachwuchswissenschaftler, das sind so meine Partner in diesem, bei diesen Studien. Die arbeiten auf dem Gebiet der KT-Zellerzeugung, also chimäre Antigenrezeptoren auf T-Zellen für die personalisierte Immuntherapie. Was ist das? Man nimmt T-Zellen, modifiziert die so, dass sie bestimmte Tumormarker auf der Oberfläche erkennen. Ja, das sind normalerweise Rezeptoren, die gehäuft auf Tumorzellen auftreten, wie zum Beispiel CD19. Tritt zum Beispiel bei der Leukämie. Leukämiezellen haben sehr viele CD19-Rezeptoren auf der Oberfläche. Dann nimmt man also aus dem Patienten die T-Zellen, transfiziert die oder transduziert die, das macht man mit Viren, indem man die genetisch verändert, dass diese T-Zellen auf der Oberfläche dann diese chimäre Antigenrezeptoren tragen. Das sind also sowas wie kleine Antikörperfragmente, die so designt sind, dass sie an bestimmte Rezeptoren binden. Und dann bekommt der Patient diese sogenannten CAR-T-Zellen wieder injiziert. Und für die lymphatische Leukämie, die akute, nimmt man da CD19, das ist der Rezeptor auf der Tumoroberfläche, wo man Fab-Fragmente, Antikörperfragmente auf den T-Zellen nun induziert, dass diese T-Zellen die bilden und dann bekommt der Patient die zurück und dann binden diese T-Zellen an diese Tumorzellen und vernichten die. So, nun gibt es, und da ist Hermann Einzele, Professor Einzele in Würzburg ein Spezialist drauf, das Multiple Myelom, das nicht mit diesen CAR-T-Zellen gegen CD19, die sehr erfolgreich zur Behandlung von Leukämie eingesetzt werden, behandelt werden können. Es gab aber dann einen Bericht aus London, vor 8 Jahren in London, aus dem Klinikum, da haben sie Multiple Myelom-Patienten auch mit CD19 CAR-T-Zellen behandelt, um zu schauen, was passiert. Man weiß oder man wusste damals, dass Multiple Myelom-Zellen kein CD19 auf der Oberfläche haben. Und trotzdem hat die Therapie in 60% aller Fälle angeschlagen. Das war dann im Prinzip unsere Eintrittsfrage in das Feld, woran kann das liegen?
Und meine Vermutung war damals, dass es daran liegt, dass unsere diagnostischen Verfahren in Kliniken wie die Durchflusszytometrie einfach nicht empfindlich genug sind. Dass also auch multiple Myelomzellen durchaus CD19 auf der Oberfläche haben. Und das konnte man dann auch zeigen hier. Das sind Zellen von einem Patienten, die alle per Durchflusszytometrie negativ auf CD19 getestet wurden. Der hat kein CD19 auf seinen Tumorzellen. Und die haben wir bekommen und haben dann mal nachgewiesen, ja sehr wohl, da ist ordentlich was drauf von CD19, aber das reicht nicht an Empfindlichkeit für die Durchflusszytometrie. Dieser Patient hätte also niemals eine CAR-T-Zelltherapie mit den CD19-CAR-T-Zellen bekommen. Und eine lange Geschichte hier ganz kurz getrieben, wir haben verschiedene Patienten untersucht, bei 3 Multiple-Myelom-Patienten war wirklich mit Durchflusszytometrie CD19 zu sehen, man hätte also die 3 behandelt, all die anderen Patienten hätten keine Therapie bekommen auf CD19, weil unsere gängige Diagnostik nicht empfindlich genug ist in den Kliniken. Und man weiß andererseits, das können Sie ja sagen, wer weiß, ob die paar CD19 überhaupt für eine Therapie ausreichen. Wir konnten zeigen, dass bereits 13 Rezeptoren pro Zelle ausreichen, dass so eine CAR-T-Zelle diese Zelle killt. Die Empfindlichkeit derzeit in den Kliniken liegt aber bei 1200, um überhaupt zu sagen, positiv. Und das ist schon eine große Diskrepanz um 2 Größenordnungen mindestens, die es zu überbrücken gilt. Und deshalb stecken wir in verschiedenen nationalen, internationalen Projekten drin, wie wir solche Mikroskope entwickeln können, sodass sie auch im klinischen Einsatz Verwendung finden können. Weil diese Messungen sind dauernd lang. Durchflusszytometrie ist sehr schnell. Da haben Sie 1000 Zellen in einer Sekunde gescreent. Wir brauchen für 1000 Zellen 2 Wochen, derzeit noch. So, all diese Bilder, die Sie da gesehen haben, das waren Zellen, da hat man immer die eine Seite der Zelle. Meist eine Zelle, die auf dem Glas liegt, auf dem Covers liegt, sieht aus wie so ein Spiegelei, adherent auf einer Oberfläche, und dann schaut man sich die untere Membran an. Jetzt gibt es natürlich auch viele Diskussionen und gibt heute noch viele Diskussionen. Ist denn alles, was wir sehen auf dieser Seite, wo die Zelle mit ihrer Membran in Kontakt mit dem Glas steht, sind das alles Artefakte? Weil die Zelle ja auf dem Glas liegt. Vielleicht ist die schon aktiviert oder irgendwas anderes passiert. So haben wir gedacht, gut, dann muss man zu einer anderen Mikroskopiemethode kommen. Das hat dann Felix und Jan bei mir gemacht. Das nennt sich Lichtblattmikroskopie. Also ein sehr dünnes, ein lattice Light Sheet, das man von einer Seite erzeugt und auf der anderen Seite in 90-Grad-Winkel detektiert und dann die Zelle so durchfährt. Und wenn man das macht und gleichzeitig diesen Thiol-Schaltpuffer da drauf hat, dann sieht man das Blinken der Farbstoffe und kann dann zum Schluss tatsächlich solche Bilder erstellen, dreidimensional, also nicht nur den Boden auf dem Glasblättchen, sondern dreidimensional diese Rezeptoren auf der Oberfläche. Hier sind es CD45-Rezeptoren auf B-Zellen oder hier sind es CD2-Rezeptoren auf primären Zellen. Und das Schöne ist, man kann sich jetzt halt auch an den Zell-Zell-Kontaktstellen unbeeinflusst von der Oberfläche die Verteilung dieser Rezeptoren und die Interaktion dieser Zellen anschauen. Ja, Astrophysiker sehen da was ganz anderes in den Bildern. Besonders hier bei primären T-Zellen, die aktiviert wurden vorher mit Antikörper, da sieht man, dass dann der T-Zellrezeptor CD3, dass der clustert. Ja. Also sind keine explodierenden Sonnen oder sowas, das sind primäre T-Zellen von Patienten, die 10, 12 Mikrometer groß sind und durch die Einzelmolekülempfindlichkeiten, die hohe Auflösung der D-Storm-Methode, kann man das so darstellen. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter, man macht das Ganze mit niedrigerer Auflösung, aber dafür lebend. Und man hat hier CAR-T-Zellen von einem Patient und Tumorzellen von einem Patient, Tumorzellen in lila und die CAR-T-Zellen hier in gelb, blau. Und dann kann man das live verfolgen, wie die miteinander interagieren, hier. Man kann dann auch sogenannte ins Detail gehen und hier Teilaufnahmen, Schnitte erzeugen, wo man dann sieht, wie es an den Kontaktstellen zwischen den CAR-T-Zellen und den Tumorzellen aussieht, weil die im Normalfall eine immunologische Synapse ausbilden sollten und das tun die CAR-T-Zellen nicht. Aber sie killen trotzdem die Tumorzellen. So viel wissen wir heute. So, ich habe Ihnen versprochen, ich will über die Zukunft der hochaufgelösten oder Super-Resolution-Mikroskopie reden. Und
Momentan gibt es da viele kontroverse Diskussionen weltweit. Kann man denn wirklich 1 Nanometer, 2 Nanometer Auflösung erzielen? Das ist noch immer nicht vollständig geklärt. Aber ich gebe Ihnen jetzt ein paar Hintergrundinformationen dazu und wo wir momentan stecken. Derzeit glaubt man, dass es 3 Parameter gibt, die die Auflösung bestimmen. Die Lokalisationspräzision, das heißt für einzelnen geblinkten Farbstoff, für das Signal, wie genau kann ich den Ursprungsort zuordnen? Das ist ungefähr, hier sind die lila Punkte hier, also wie stark streut es? Da geht mehrmals an und aus und ich lokalisiere ihn immer wieder und dann kriege ich so eine Streuung, das ist die Präzision. Dann gibt es aber auch noch die Lokalisationsgenauigkeit. Ich kann ja sagen, ich bin hochpräzise, aber wie hier, aber ich liege weit weg vom Ziel. Ja? Das ist die Genauigkeit. Und dann hängt es natürlich noch davon ab, was ich auflösen kann, wie gut ich das markiert habe. Wenn ich einen Elefant habe und hänge dem 3 Glühbirnen irgendwo hin und schaue mir das nachts an, dann kommt ein Dreieck raus, aber kein Elefant. Ja? Also wenn, dann müsste ich 200 Glühbirnen an den Elefanten mindestens hängen, im Abstand ungefähr der Auflösung, die ich erreichen möchte. Ja? Also die Markierungsdichte ist der Schlüssel letztendlich. Egal, welche physikalischen tollen Idee ich habe, ohne dass ich genug Farbstoff heranbringe, ist das niemals in Auflösung übersetzbar. Ja? Und wir haben jetzt vor kurzem endlich erschienen, zeigen können, es kommt noch ein vierter dazu. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ich überhaupt diesen Farbstoff lokalisieren kann. Und da gibt es ein ganz großes Problem. Aber lassen Sie uns kurz über die Markierungsdichte nochmal reden. Normalerweise markiert man hier mit Antikörpern, das ist Histochemie, ja? Primäre, sekundäre Antikörper. Und wenn Sie sich jetzt allein mal so die Größe von so einem IgG-Antikörper anschauen, von 10, 20 Nanometern, dann enden Sie locker mit einem Abstand hier vom Farbstoff, je nachdem, wo der sitzt, von, ich weiß nicht, 10 Nanometer. Das heißt, Sie haben einen Abstandsfehler des Farbstoffs von 10 Nanometer. Sie haben so eine große Größe, dass Sie bloß alle 20 Nanometer überhaupt ein Signal bekommen können, wenn Sie das voll dicht markieren mit Antikörpern, was auch schwierig ist. Ja? Also sinnlos, davon eine Auflösung unterhalb von 20 Nanometer zu bekommen. Wird nicht hinhauen. Es gibt kleinere Labels, Nanobodies, das sind die Antikörper von Lamas oder Alpakas, die sind wesentlich kleiner. Aber auch die sind 4-5 Nanometer groß, Protein-Tags. Und es gibt noch so ein paar Toxine, die binden an Tubulin zum Beispiel, wird auch in der Krebsbekämpfung eingesetzt, wie Doxitaxel zum Beispiel. So, was aber jetzt erschwerend dazu kommt, ist, was passiert mit Farbstoffen, wenn Sie, sollten Sie es irgendwie schaffen, trotzdem jetzt das, was Sie interessiert, mit Farbstoffen so dicht zu bepflastern, dass die Abstände der Farbstoffe kleiner als 10 Nanometer sind. Man kann das sehr gut herstellen bei sogenannten DNA-Origami. Man nimmt die Selbstkomplementarität der Nukleinsäuren und bastelt damit irgendwelche Konstrukte, Dreiecke, Vierecke, Würfel, und hängt Farbstoffe an ganz bestimmte Punkten, wie wir hier mal gemacht haben, 18 Nanometer Abstand, 9, 6, 3 Nanometer Abstand, 4 Farbstoffe. Damit kann man dann zeigen, welche Auflösung könnte ich denn erzielen mit meinem Mikroskop außerhalb einer Zelle. Weil da haben wir ja nicht das Markierungsproblem. Das können wir ja hinbekommen mit so einem artifiziellen Gerüst, einem DNA-Origami. Aber auch da sehen wir, und das kommt nicht irgendwo her, sondern wenn Farbstoffe sich näher kommen als 10 Nanometer, dann starten die zu kommunizieren. Schauen Sie sich den Lichtsammelkomplex in der Natur an. Das sind Farbstoffe, die das Licht einsammeln und dann die ganze Energie in Elektronentransfer münden lassen. Und die Farbstoffe sind gekoppelt im Abstand von 2-4 Nanometer. Die kommunizieren miteinander. Es wird nicht mehr so sein, dass der eine angeht und dann der andere an- und ausgeht, sondern die werden eher gleichzeitig angehen und gleichzeitig aus. Und das ist jetzt die Limitierung all dieser Methoden, die da eingeführt worden sind in den letzten Jahren, dass genau das passiert. Wenn Sie so eine Messung machen und Sie machen hier das im Abstand von 6 und 3 Nanometer, dann sehen Sie, das ist die experimentelle Zeitskala, dass Sie am Anfang ganz viele Signale detektieren und nach hinten hin gar keine mehr. Wenn die Abstände größer als 10 Nanometer sind, dann ist das eine lineare, je länger Sie messen, desto mehr Signal. Sie haben also eine Anhäufung von Signalen in den ersten paar Sekunden des Experiments und das verpennen die meisten. Ist auch schwierig zu detektieren. Und da steckt die ganze Information drin und das ist das, was wir Lokalisationswahrscheinlichkeit nennen. Ja? Das heißt, Sie können bei den DNA-Origamis selbst dann, wenn Sie die besten Exemplare suchen, dann finden Sie manchmal 4 Stück hier. Hier bei 9 Nanometer wird es schon sehr schwierig. 6 und 3 schaffen Sie gar nicht mehr, weil Sie die meisten nicht mehr detektieren können, weil die immer gleichzeitig an- und ausgegangen sind. Also die Lokalisationswahrscheinlichkeit ist hier
der Schlüssel. Es gibt aber ein anderes Verfahren und auf das möchte ich hier nur ganz kurz eingehen. Das heißt DNA Paint und das ist ein Verfahren, bei dem Sie dieses Geblinke nicht dadurch erzeugen, dass Sie da einen chemischen Cocktail drauf tun, sondern Sie nutzen ein transientes Binden eines Farbstoffes an die Zielstruktur. Der geht also ran, bindet, geht wieder weg. Bindet, geht wieder weg. Bindet, geht wieder weg. Dadurch erzeugen Sie jetzt eine Situation, obwohl die Abstände sehr klein sind, dass niemals vier Farbstoffe gleichzeitig in dem Abstand sitzen. Einmal hier, weg, dann da, weg. Dann ist immer nur ein Farbstoff im Laserfokus quasi. Und dann können die nicht mehr kommunizieren miteinander. Und dann klappt es wesentlich besser. Ja? Dann kommen Sie in den Bereich da runter, Sie können hier 6 Nanometer irgendwas noch sehen. Ja? Trotzdem bleibt die Frage, gut, sind alles artifizielle Dinge, die wir bauen können. Ich meine, letztendlich wollen sie wir doch in Zellen irgendwie sehen oder so. Ja? Und da hängt einfach die Markierungseffizienz, oder nicht hängt, da macht uns die Markierungseffizienz einen Strich durch die Richtung, durch die Rechnung. Es gibt aber eine Methode, mit der wir das hinbekommen können, und das nennt man Erweiterung des genetischen Codes, indem man aus der Natur abschaut, dass an bestimmten Stoppkodonen, ja, UAG hier, gibt es Organismen, die haben hier eine tRNA-Synthetase, die dort eine Aminosäure einbauen können, was in unseren humanen Zellen nicht geht. Man kann also nun ausnutzen, dass wenn man die Zelle transfiziert, das heißt genetisch verändert, sodass die diesen Stoppkodon trägt und dann gleichzeitig diese Zelle mit dieser notwendigen tRNA-Synthetase transfiziert, dass sie dann das Protein baut, das uns interessiert, an einer ganz bestimmten Stelle dieses normalerweise Stoppkodon einbaut und wir dann noch so eine funktionalisierte Aminosäure zugeben, im meisten Falle Lysin-TCO, die dann eingebaut wird, genau an dieser Stelle. Gerti Belio hat jetzt bei mir, das ist Nachwuchsgruppe am Rudolf-Virchow-Institut in Würzburg, der hat die Methode hier optimiert und wir haben das mit vielen, vielen Kooperationen weltweit gezeigt, für verschiedenste Rezeptoren, dass das funktioniert, dass wir also in Proteine Aminosäuren positionsgenau einen Farbstoff ranhängen können. Ohne Abstandsfehler, genau da sitzt der Farbstoff. Ja? Und wenn wir das nun machen an zwei Rezeptoren, einmal den GABA-Rezeptor, das ist ein Pentamer, und einmal den Kainat-Rezeptor, das sind normalerweise Rezeptoren in Neuronen, hier, das ist ein Tetramer, und wir bauen hier einmal in die Gamma-Untereinheit nur so eine unnatürliche Aminosäure ein, hängen den Farbstoff ran. Also das Farbstoffranhängen funktioniert hier über Klickchemie. Das ist ein Farbstoff, der modifiziert ist als Tetrazin, bindet spontan 100% Effizienz an diese TCO-funktionelle Gruppe des Lysins. Wenn wir das machen, dann haben wir hier also ein Monomer. Hier haben wir am GABA, wenn wir in die Alpha-Untereinheit zwei unnatürliche einbauen, im Abstand von 6 Nanometer und wenn wir im Kainat-Rezeptoren im Abstand von 7 Nanometer 4 dieser unnatürlichen Aminosäuren einbauen, dann machen wir hier hochaufgelöste Bilder. Sie sehen im ersten Blick gar nichts. Wenn Sie genauer hingehen in Zellen, dann sehen Sie das. Und das sind meines Erachtens die einzigen Bilder, die momentan existieren weltweit, die so eine Auflösung in Zellen zeigen. Nicht, weil die anderen Methoden nicht die Auflösung haben, weil sie nicht die Markierungsmethode verwendet haben. Sie sehen also wirklich Tetramere und Dimere in Zellen, die 5-7 Nanometer auseinander sind. Gut, wenn Sie dieses Problem komplett umgehen wollen, dass es da Probleme gibt im sub-10 Nanometer Bereich mit Farbstoffkommunikation und anderen Problemen der Markierung, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit und die nennt sich Expansionsmikroskopie. Ja? Jetzt mögen Sie fragen, was ist das? Was macht man da genau? Das hat Ed Boyden vom MIT 2015 publiziert zum ersten Mal. Es gibt in Dresden, glaube ich, im Museum noch diese gläserne Frau. Also sowas wie Tissue Clearing hat man schon 100 Jahre gemacht. Man hat probiert, Gewebe transparent für die optische Mikroskopie zu machen, indem man Zellen oder Gewebe in Polymere eingebettet hat und dann die Fettsäuren und anderen Sachen, die zu Streulicht führen, herausgezogen hat, teilweise in elektrischen Feldern. So, nun hat Ed Boyden die Idee gehabt, machen wir es doch so rum. Wir tun das Protein, das uns interessiert, markieren wir mit dem Antikörper und hängen dann diesen Antikörper in ein Polyacryler mit Gel. Kohärent. Ja, das geht.
Gut. Antikörper, Antikörper und dann hier über eine DNA in ein Gel, ein Meshwork, ein Netzwerk hier rein verlinkt. Ja? Und dann geben wir eine Proteinase dazu, also ein Enzym, was Proteine schneidet, unspezifisch, und zerhäckselt uns die ganze Zelle. Bleibt nichts mehr übrig, außer die Position im Gel mit dem Farbstoff dran. Der Rest, alles was Protein ist, klein verdaut. Und jetzt haben wir als Gel genommen, kein normales Polyacrylamid-Gel, sondern das, was in unseren Pampers drin ist. Was passiert, wenn die nass werden? Die schwellen an. Mittlerweile kann man das 10-fach, 20-fach machen, Polymerchemie sei Dank. Und das führt nun dazu, dass man das Gewebe oder was man sich anschaut hier einfach vorm Mikroskopieren auseinanderzieht. Wenn es geht, isotrop, natürlich. Ja. Es sind die Mitarbeiter, die bei mir darauf arbeiten, Christian, Jana und Stefan. Und das sind jetzt, ich klicke da mal ein paar bisschen noch drauf, das sind jetzt synaptische Vesikel in Neuronen. Und dann gibt es noch was, das steht für NHS-Labeling. Das sind die Magenta-Signale hier. Und das Ganze ist hier 4-fach expandiert oder hier 8-fach expandiert. Und dann können Sie zum normalen konfokalen Mikroskop gehen und haben auf einmal Super Resolution. Ja? Und dieses NAS-Labeling ist noch was sehr Interessantes, was Sie da machen. Sie expandieren die Probe und alles, was noch übrig ist an Bruchstücken von Peptiden, das markieren Sie mit einem NHS-Labeling. Das heißt, ein NHS-funktionalisierter Farbstoff, der geht an alle aliphatischen Aminogruppen. Sie hängen also überall Farbstoffe ran an alle Proteinbruchstücke, die noch da sind. Und dann bekommen Sie sowas wie so ein elektronendichte Hintergrund, wie in der Elektronenmikroskopie. Alles, was da ist, gibt irgendein Signal. Sie wissen nicht, was es ist, aber es gibt ein Signal. Also, aber manchmal kann man erkennen, oh, das sind ja Mitochondrien. Ja, man sieht da die Faltung sogar. Und dann haben Sie noch, Synapse. Und dann haben Sie noch obendrauf das spezifische Signal von Antikörpern wie hier HOMA, postsynaptischer Marker oder präsynaptische Vesikel. Gut, natürlich kann man das auch noch mit Super Resolution kombinieren. Dann haben Sie vielleicht 8-fach von der Expansion und dann machen Sie sowas wie strukturierte Beleuchtungsmikroskopie, habe ich nicht erklärt, die verdoppelt Ihnen die Auflösung. Dann sind Sie bei 16-facher Auflösungsverbesserung, können aber 4 Farben nehmen und schaffen 10, 20 Nanometer. 3D, Farbstoff egal. Ja? Und eins der Sachen, die wir uns als erstes angeschaut haben, sind wieder, wie am Anfang dieses Bild, da gibt es diese synaptische Vesikel auf der präsynaptischen Seite, die tragen den Transmitter und bei Erregung fusioniert dieser mit der präsynaptischen Membran, lässt die Transmitter frei, die dann auf der postsynaptischen Seite an Rezeptoren binden. Und das ist von der Gruppe von James Rodman in New York, der aus elektronenmikroskopischen, transmissionselektronenmikroskopischen Daten aufgrund der Elektronendichte hier Bilder erstellt hat von gedockten Vesikeln. Also ein Vesikel, wie es gedockt ist an der Plasmamembran. Und da hat er gesehen, da ist irgend so eine 6-fach-Symmetrie drin. Das sind Proteine auf der Plasmamembran, also hier irgendwie in einer 6-fach-Symmetrie wohl angeordnet, die diesen Vesikel binden. Als Modell sieht es dann so aus von der Seite, ja, oder von oben drauf geschaut. Und wenn man das ausrechnet, kommen solche Modelle raus. Da müssen also verschiedene Proteine in 6-facher Ordnung hier liegen. Unter anderem SNAP, Syntaxin, VAMP, Synaptotagmin und MUNC. Ja? So, okay. Wie markieren wir das? Als erstes histochemische Färbung, Antikörper. Wird nicht funktionieren. Die Ringe sind 20 Nanometer groß, IgG-Antikörper 10, 15 Nanometer. Wir werden niemals einen Ring sehen können. Ja? Auch wenn wir danach das Ganze auseinanderziehen, egal wie weit wir wollen. Aber wenn wir das so machen, dass wir erst auseinanderziehen und dann markieren, und zwar nur ums Zweifache auseinanderziehen, markieren, ja, sollte es gehen. Und dann expandieren wir zum Schluss 8-fach. Und tatsächlich, dann geht sowas und wir haben da Einblicke in die Strukturen an den Synapsen auf einmal mit einer Auflösung, die, ich möchte keine Auflösungen claimen, aber sehr, sehr hoch ist. Und wir sehen an manchen Stellen dann auf einmal von dem MUNC-Signal wirklich Ringe an der Synapse von der Seite oder hier frontal drauf geschaut. Also wenn das die zwei Synapsen in Kontakt sind, dann schauen wir so drauf auf die präsynaptische Seite. Und dann sehen wir hier tatsächlich 6-fach Anordnungen dieser Proteine, auch anderer Proteine.
und sogar nur die NHS-Färbung, also alle Proteine in sich zusammen, zeigen eine Sechsfachanordnung von Proteinen. Und dass das wirklich so ist, wie in dem Modell Ihnen gerade erklärt, zeigt dieses Bild, was wir hier gemacht haben dann, ist, dass wir die Probe vor Expansion mit dem Antikörper markieren, wo wir also niemals die Dichte an Farbstoffe oder Antikörpermarkierungsdichte erzielen durften. Und das Ganze haben wir gemacht in einer Farbe Magenta, Lila. Und dann haben wir expandiert und haben den gleichen Antikörper nochmal genommen, diesmal in einer anderen Farbe. Und nochmal drauf. Und dann haben wir nachher in zwei Farben das expandierte Material angeschaut. Und Sie sehen, nur wenn wir nachträglich mit Antikörper markieren, kriegen wir die Ringe. Punkt A, Sie sehen, der erste Antikörper, durch das Expandieren sind neue Epitope entstanden, die vorher nicht zugänglich waren. Ganz einfach. Das ist ganz primitiv. So wie wir uns das intuitiv vorstellen, genauso kann man es zeigen. Und es funktioniert. At the end of the day. Wir sind also heute in der Lage, nun das letztendlich auch mit Lokalisationsmikroskopie zu kombinieren. Und dann haben wir anstelle von 10, 20 Nanometer Auflösung easy irgendwas von ein paar Nanometern. Ja. Und ich möchte mit einem Bild hier schließen, was Matt noch gemacht hat, gerade ein Postdoc, der uns jetzt verlassen hat, der hier einen synaptischen Vesikel, auf synaptischen Vesikel gearbeitet hat. Und der hat jetzt einen so einen Vesikel hier mal schön darstellen können, der ungefähr wirklich 40 Nanometer groß ist. Ist achtfach expandiert, das heißt, Sie haben den hier ungefähr 350 Nanometer groß. Sie sehen jedes einzelne Protein, Sie haben dieses Ding, wie es da schwimmt, und Sie können das heutzutage auflösen. Und Sie haben noch eine Spezifität, Sie wissen, welches Protein Sie sehen. Sie können andere dazu markieren und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, wo wir momentan stehen. Und ich erwarte in Zukunft, dass wir locker irgendwo in dem Bereich von einem Nanometer optischer Auflösung mittels Lichtmikroskopie in ein paar Jahren standardmäßig sein werden. So, ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, möchte mich bei allen Studenten und Doktoranden, Postdocs und Mitarbeitern hier nochmal bedanken, natürlich auch den Leuten, die uns das Geld dafür geben, und hoffe, Sie konnten folgen und haben ein paar Fragen an mich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen fantastischen Ausblick, wo wir heute sind, wo wir nie hätten zu träumen gewagt und wie es noch weitergeht, noch weiter. Vielen Dank. Fragen an Herrn Sauer. Traut sich niemand mehr. Fantastisch. Herr Lubitz. Ja. Wunderbarer Vortrag, Herr Sauer. Danke. Können Sie noch mal erklären, genau wie diese Expansion mit dem Material, was Sie da einsetzen, passiert? Ich kann mir das auf molekularer Ebene nicht so recht vorstellen. Das ist ein Polyacrylamidgel, das negativ geladen ist. Und aufgrund der Repulsion zieht es das auseinander. Wenn Sie das expandiert haben und leeren dazu PBS oder irgendein Salz, ist alles vorbei. Ja? Genau. Leider. Das ist noch ein großes Problem, aber da gibt es Leute, die arbeiten an, viele Chemiker, die arbeiten an neuen Gelgenerationen, weil letztendlich ist es ja auch ein Problem, wie homogen expandieren die Proben. Ist sicherlich nicht der Fall heutzutage, dass die komplett homogen expandieren. Also ist immer die große Frage, ist das noch isotrop expandiert? Also bei einer Kugel ist es einfach zu beantworten, vor eine Kugel, nachher eine Kugel, aber bei vielen anderen Sachen ist es schwierig zu beweisen, ob das Ganze wirklich isotrop expandierte. Und das liegt sicherlich an den Gelen, und wie wir die Moleküle in dem Gel verankern. Das ist ein großes Forschungsgebiet jetzt, hauptsächlich in den USA aber. Sehen Sie denn die Möglichkeit, in absehbarer Zeit wirklich in die medizinische Diagnostik hineinzukommen, dass das eine Art Routine werden kann? Ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht erkannt, dass Sie da nah dran sind. Sie wollen das einen Nanometer erreichen, aber das wäre ja natürlich auch ein großes Ziel. Wir haben BMBF geförderte große Projekte, die ich koordiniere in Deutschland mit verschiedenen Firmen auch, wo versucht wird, automatische Plattformen zu generieren, die mikroskopisch das leisten können.
Trotzdem wird man niemals dahin gehen, alle Patientenzellen so empfindlich zu untersuchen, also aber zumindest bei denen, wo Grenzfälle sind, wo man nach der Durchflusszytometrie keine Entscheidung treffen konnte, dass man die dann so einer Analyse zuführt. Aber man erhofft sich natürlich auch, ohne dass man jetzt Hochdurchsatz hat, mit den neuesten Mikroskopiemethoden einfach ein besseres Verständnis über die Wirksamkeit und die Funktionsweise dieser CAR-T-Zellen zu gewinnen. Also wir wissen heute normalerweise, wenn eine T-Zelle mit einer Tumorzelle in Interaktion tritt, bildet sich eine immunologische Synapse, wie das heißt, in der Immunologie. Und die hat eine ganz bestimmte Architektur, das nennt sich eine Bull's-Eye-immunologische Synapse. Da konzentrieren sich ganz bestimmte Proteine in der Mitte auf und andere schiebt es raus in die Randbereiche. Bei den CAR-T-Zellen passiert das nicht. Aber sie töten trotzdem effizient. Und da fehlt uns komplett das Verständnis. Aber sie bekommen es injiziert, ohne dass jemand weiß, wie. Was der molekulare Mechanismus dieser T-Zellen ist, wie die das tun. Aber allein die Rezeptoren zu quantifizieren, das wird man irgendwann können, automatisiert. Da bin ich mir sicher, da gibt es Firmen wie Zeiss, Miltenyi in Deutschland ist da ganz stark dran, das unbedingt für die Klinik hinzubekommen, weil das ist ein großer Markt. Und in den USA gibt es da auch größere Anstrengungen auf alle Fälle. Frage hinten erst. Kommt da irgendwo das Rauschen hinein? Also ich könnte mir vorstellen, dass Sie da so Fluktuationen haben. Und insbesondere, wie weit kann man denn nun kommen mit diesen Dimensionen? Also ins Rauschen kommen wir nicht rein. Wenn wir ins Rauschen reinkommen, dann können wir nicht mehr analysieren. Also wir detektieren typischerweise 1000 bis 2000 Photonen von einem Farbstoff, um zu sagen, da saß er. Und der Hintergrund liegt so bei 0,2 Photonen in der gleichen Zeit. Also es ist ziemlich sauber, das Signal-to-Noise-Ratio ist in den Fällen 100 oder mehr, noch immer bei der Methode. Das Rauschen ist eher dadurch, oder wenn man es so Rauschen nennen will, die Probleme liegen eher daran, wie markiere ich die Sachen. Wenn ich mit Antikörpern arbeite, die markieren auch unspezifisch. Die hängen auch unspezifisch irgendwo und wir detektieren jeden Antikörper. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass das dann spezifisch war oder was anderes. Das macht eher den Background, unser Problem. Herzlichen Dank für diesen wahnsinnig inspirierenden Vortrag. Danke. Und du hast ja am Anfang gesagt, träumen darf man. Ne? Ich träume jetzt noch ein bisschen. Ja. Also wenn ich mir jetzt so eine Synapse vorstelle oder ein Signaltransduktionsvorgang, das ist was Dynamisches. Ja. Wie kann man die gleiche Stelle sozusagen in der Zeitsequenz denn möglicherweise einfangen? Also und was dann gibt es noch eine weitere. Ja, gut. Also die Chemikerin fragt jetzt in mir, und kann man da irgendwie hyperspektral irgendwie auch noch chemische Signale empfangen? Also mal so in 10 Jahren oder so. Frage 1. Das ist natürlich ein großes Ziel in den USA und in Deutschland. Also zumindest Göttingen und Würzburg und in den USA MIT und Stanford. Die Sachen dynamisch zu verfolgen. Ich habe diese Filmchen gezeigt, Tumorzelle mit T-Zelle und so weiter. Das kann man alles gut, auch mit niedriger Auflösung. Und dann würde man gerne an bestimmten Stellen einfrieren. Spontan. Mit Sekunden. Am liebsten würde man es in Flüssigstickstoff fallen lassen. Ja? Ist noch ein bisschen schwierig, aber man kann on stage zumindest fixieren. Das geht innerhalb von Sekunden und da könnte ich Ihnen ein Filmchen zeigen, wie das geht. Und dann genau von dieser Situation jetzt ein hochaufgelöstes Bild machen. Andere Signale noch hochaufgelöst, Parameter zu messen, das wäre schön. Das wäre echt super schön. Wahrscheinlich nicht über Licht, sondern über irgendwelche andere chemische Reaktionen, wäre das aber vorstellbar. Bin mir sicher, dass da noch was kommt. Eine letzte kurze Frage, ja. Kurze Antwort bitte. Eine Frage, die Abbe'sche Beugungsgrenze haben Sie hinter sich gelassen, ganz erfolgreich. An welcher Stelle kollidieren Sie, was die Auflösung angeht, mit der Heisenbergschen Unschärferelation? An der Stelle, wo wir sagen, wir werden besser als ein Nanometer spätestenfalls, weil wir gar nicht mehr wissen, wo denn der Dipol des Farbstoffes sitzt. Um jetzt zu sagen, wir lokalisieren genau seine Position. Dann sind, also ich glaube, unter einem Nanometer bei einer Ausdehnung von einem Molekül von einem Nanometer, das unser Signalmolekül ist, ist es, glaube ich, Quatsch, von besser als einem Nanometer zu sprechen. Ich kann aber umgekehrt wieder sagen, ich habe das 100-fach expandiert und wenn ich das zurückrechne, jetzt meine Auflösung, lande ich bei 3 Angströmen. Nicht ganz sauber, würde ich sagen. So.
Okay, vielen Dank.